macht die Redewendung, er oder sie ist wohlbehütet aufgewachsen. Was löst das in dir aus? Ist das ein Trigger, den du vielleicht persönlich kennst, weil man von dir gesagt hat, oh, er ist wohlbehütet aufgewachsen und jetzt macht er so einen Quatsch? Kann es sein, dass da was anderes dahinter steckt, dass das dich total unberührt lässt? Bist du überhaupt ein Mensch, der Redewendungen benutzt? Das ist ein Borsellino. Ich gehe Sommer nie raus ohne. Aber behütet aufgewachsen bin ich das. Na, okay, ja. Danke sage ich durch meine Oma. Die war die liebste aller Großmütter, die man sich vorstellen kann. Und meine Tante. Die war wie eine perfekte Ersatzmutter. Ja, ich bin behütet aufgewachsen, kann man so schön sagen. Über diese und ähnliche Redewendungen, vielleicht auch nur Floskeln, wer weiß, wollen wir uns unterhalten, wollen wir uns austauschen mit mir, die Ruth Achillier Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität und alle anderen, die auch dabei sein werden. Also, wie kann es noch besser werden, wie es ist? Indem du tust. Von der Theorie, da hatten wir genug davon. Wir tun jetzt. Einfach mal machen. Bis dann und follow my Hashtag Kima. Kommunikation ist mehr als Reden. Und dann, sei dabei.